Ja, jetzt zeigen wir ein Rechengesetz für Logarithmen. Dieses Rechengesetz ist auch bekannt unter dem Namen Funktionalgleichung der Logarithmusfunktion. Und das Ganze ist natürlich nah verwandt mit dem wahrscheinlich schon bekannten Rechengesetz für die Exponentialfunktion, die ja auch Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion heißt. Und ja, also was wir beweisen wollen, ich schreibe es erstmal hin, ist also log x plus log y. Ja, bei dem x hätte ich auch die Klammer weglassen können eigentlich. Das ist log x mal y. Also das ist die sogenannte Funktionalgleichung für die Logarithmusfunktion. Und um das zu beweisen, nutzen wir aus, dass wir die Definition vom Logarithmus kennen, nämlich der Logarithmus ist die Umkehrfunktion von der Exponentialfunktion. Also erst Logarithmus anwenden und dann die Exponentialfunktion anwenden, das hebt sich gerade weg. Oder andersrum, erst die Exponentialfunktion und dann die Logarithmusfunktion anwenden, das hebt sich auch gerade weg. Und außerdem benutzen wir natürlich die eben schon erwähnte Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion. Die schreibe ich dir hier nochmal zur Erinnerung hin. Die lautet so, also das ist jetzt nicht der Beweis, sondern das ist nur die Erinnerung. Die lautet e hoch x plus y ist gleich e hoch x mal e hoch y. Ja, ich mache das gleich wieder weg, aber das war nur so eine Erinnerung an die Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion. So, und jetzt wollen wir also diese obere Zeile hier beweisen, dass log x plus log y gerade der Logarithmus von x mal y ist. Und ja, dafür machen wir Folgendes. Wir schreiben erstmal hin Exponentialfunktion von log x plus log y. Das ist jetzt eben mit der Funktionalgleichung für die Exponentialfunktion, die ich jetzt gerade wieder wegradiert habe, ist das dasselbe wie Exponentialfunktion von log x mal Exponentialfunktion von log y. Und ja, nun ist es ja, wie gesagt, so, dass sich der Logarithmus und die Exponentialfunktion gerade gegenseitig wegheben. Das heißt, das Ganze hier also erst der Logarithmus von x und dann die Exponentialfunktion darauf angewendet, das gibt einfach wieder x. Also das hier ist x und genauso hier, das hier ist einfach y. Und damit sehen wir jetzt also die Exponentialfunktion von log x plus log y. Das ist einfach gleich x mal y. So, und jetzt logarithmieren wir beide Seiten und dann bekommen wir der log von der Exponentialfunktion von log x plus log y, das ist log x mal y. So, aber jetzt hebt sich hier natürlich was weg, nämlich das hier mit dem hier. Und dann haben wir hier einfach stehen log x plus log y, das ist gerade log x mal y. Ja, und wenn du jetzt hier oben guckst, das ist ja genau diese Funktionalgleichung für den Logarithmus, die wir zeigen wollten. Und damit haben wir den Beweis schon fertig.